Heute stelle ich dir eine Übung vor, die dich sofort in die innere Hitze zurückbringt. Du wirst nie mehr frieren. Persönlich habe ich für mich ein 30-Tage-Kälteprogramm gestartet. In der Garage steht eine Tiefkühltruhe. Ich blende dir hier mal ein Bild ein. Da ist Wasser drin, 2 bis 3 Grad. Ich bleibe dort in dieser Truhe 2 bis 10 Minuten in der Kälte. Und hinterher übe ich für mich die Übung, die ich dir jetzt zeige. Und du kannst, wenn du möchtest, direkt mitmachen. Und ich erkläre dir auch, was das Besondere der Übung ist. Du hast die Füße zusammen. Um den richtigen Abstand zu finden, drehst du die Zehen 45 Grad nach außen, Fersen 45 Grad, Zehen, Fersen, Zehen. Beug die Beine. Jetzt kannst du dich so richtig schön tief in dein Becken sinken lassen. Das ist die Grundposition. Die Knie schiebst du leicht nach hinten und du bist auch im Becken aufgerichtet, also vermeide ein Hohlkreuz. Ja, und wenn du in dieser Position angekommen bist, wirst du jetzt schon merken, dass es dir warm wird. Diese Übung bringt die Wärme zurück in die Peripherie deines Körpers. Die Übung geht weiter. Du bleibst schön tief sitzen, bringst den rechten Arm über den linken. Ich zeige dir das mal eine Runde. Du atmest ein und dann schiebst du den rechten Arm nach links, drehst den Oberkörper nach links, kommst einatmend zurück, wechselst die Handposition, atmest aus und schieb den linken Arm nach rechts, Oberkörper dreht mit, einatmen, ausatmen, langsam. Und wenn du hier deinen Rhythmus gefunden hast, kannst du das schneller machen und du kannst über die Nase einatmen und über den Mund ausatmen. Und das ist eine Übung, bleib mal dran, schau dir das Video bis zum Schluss an, die übe ich für mich ab sofort jeden Tag. Ich bin bei 2 Minuten gestartet. Inzwischen bei 5 Minuten angelangt. Das Ziel ist, 20 Minuten in dieser Übung zu verweilen. Und das Besondere ist, du kannst das zu Hause machen, vielleicht vorm Fenster oder auf der Terrasse im Garten, bei jeder Temperatur und du brauchst auch nicht viel anhaben. Einfach Shorts, ein T-Shirt drüber. Setz dich mal bewusst der Kälte aus und dann kannst du in diese Bewegung hineingehen. Und diese Übung ist in ganz vielen Traditionen ein fester Bestandteil und ich habe die Übung für mich absolut lieben gelernt. Zum Thema Eisbaden gibt es demnächst noch ein Video. Falls noch nicht getan, kannst du den Kanal hier abonnieren. Hier gibt es ein ähnliches Übungsvideo für dich. Wir sehen uns wieder auf der Matte.